Moin Leute, willkommen zur News Show am Wochenende zu einer kleinen What the Fuck Ausgabe. What the Fuck. Fangen wir an mit Frozen oder die Eiskönigin auf Deutsch, denn Isabel Tina Kumi, war das richtig? Tamikumi verklagt Disney auf 250 Millionen Dollar. Warum das Ganze? Angeblich soll Disney mit dem Film Die Eiskönigin ihre Lebensgeschichte geklaut haben. Und zwar hat die 2010 zwei Bücher veröffentlicht, und zwar Living My Truth und Yearning of the Heart. Und damit, da beschreibt sie sozusagen ihr Leben. Und was stand da noch? Dass sie zum Beispiel in der Heimatstadt am Fuße eines schneebedeckten Berges liegt und die mit ihren Eltern erlebt und ihrer heißgeliebten älteren Schwester. Und eines Tages spielen die beiden gemeinsam und die ältere Schwester wird verletzt und dann können die sich später nicht mehr an den Unfall erinnern und die Folgen des Unfalls hat die jahrelang mit zu kämpfen und ich meine, ja, hat Parallelen, aber und zum nächsten What the Fuck News, und zwar Tetris, der Film. Ihr habt richtig gehört, denn wer macht das? Warte. Der CEO Larry Kasanov, genau, hat gesagt, dass es ein großer und epischer Sci-Fi-Film werden wird und dass es nicht einfach irgendwelche Linien sind, die vom Himmel fallen, sondern sie haben natürlich nicht an die geografischen Vorlagen oder geometrischen, Vorlagen, Formeln halten müssen. Frage dann dazu, was soll dann da passieren? Wenn die Formen komplett verändern und es ein Sci-Fi-Movie werden soll. Keine Ahnung. Und zur nächsten Meldung, die ein bisschen normaler ist. Und zwar gibt's Erkenntnis dafür oder Punkte, die wir gefunden haben für Zombieland 2. Amazon hat ja schon versucht, eine kleine Miniserie zu machen, aber das hat nicht so ganz funktioniert. Aber nun ist der Expendables-Schreiber Dave Callum mit an Bord und auch der Direktor vom letzten Mal, Ruben Fleischer, der wieder halt als Regiemann dabei sein wird. Wann genau der Film kommt, ist natürlich noch nicht sicher, weil noch mal das Skript geschrieben ist. Zur nächsten What-the-fuck-Meldung, Angry Birds, der Film. Was ist denn heute los? Und zwar wird dieser Film stattfinden, er hat, glaube ich, ein Release-Datum. Ja, der 1. Juli 2016. Und er hat auch schon einen Cast. Glaubt ihr nicht, ne? Aber Jason Sudeikis, der wird eine Stimme, also natürlich Stimmen nur, wird eine Stimme sein, der bei Horror Bosses mitgespielt hat und We Are the Millers. Als der rote Vogel, Josh Gad, der bei Frozen gesprochen hat, als der Schnelle, also der Gelbe, und Danny McBride, der bei This is the End mitgespielt hat, wird die Bombe sprechen. Keine Ahnung. Was erzähl ich mit Scheiß? Außerdem noch Bill Hader, der bei Cloudy with a Chance of Meatballs mitgespielt hat. Ike Byrne, die kennen wir alle nicht. Die kennen wir alle nicht. Also lasse ich das auch. Aber ja, Angry Birds Movie. Woo! Kam, was sie da machen wollen, aber Angry Birds Movie. Dann geht's weiter mit einer relativ normalen Meldung, und zwar zu Now You See Me Teil 2. Der erste Film ging ja so ein bisschen um Magie, vier Magier, ein bisschen Zaubertricks und so weiter. Sah ganz gut aus. Kann man nicht meckern mit, wer war noch dabei? Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Isla Fisher, Dave Franco, Morgan Freeman. Also, war ein ganz guter Film.
hat jetzt ein neues Castmitglied bekommen, denn Michael Caine hat ein bisschen geplaudert. Und zwar wird Daniel Radcliffe im zweiten Teil mitspielen. Herzlichen Glückwunsch! Ein Zauberer in einem Zauberfilm. Brillant! Der Film I Am Legend kam, keine Ahnung wann raus, 2008 oder so. War ja ein ganz guter Film mit Will Smith und so, der Ende der Welt, Apokalypse-Zustand. Ich meine, gut, da war gerade im Rennen diese ganze Apokalypse-Zeug, aber es war ein guter Film. Nun wurde natürlich viel gemunkelt. Was ist mit einem Prequel? Wie ist das Ganze passiert? Was ist mit einem Sequel? Was passiert jetzt? Warner Brothers hat sich jetzt gedacht, weder Prequel noch Sequel. Andersrum. Prequel noch Sequel. Vor mir, hinter mir. Reboot. Warum auch immer. Keine Ahnung. Warum auch immer die was I Am Legend rebooten wollen. Sie wollen es tun. Aber viel Spaß euch. Die nächste What the Fuck Meldung. Ich glaube, ich nenne sie What the Fuck Meldung. Ja. Dwayne The Rock Johnson, der ja zuletzt in Hercules gesehen wurde und Fast and Furious, wird Teil des neuen Projektes sein. Baywatch. Ja, ihr denkt das gleiche wie ich. Warum? Kein Plan. Das Skript ist anscheinend schon fertig und die wollen den Film, glaube ich, in zwei Jahren rausbringen. Ich wünsche euch viel Spaß. Baywatch. Leute, neue Ideen bitte. Das war's, so die kleine What the Fuck-Ausgabe der New Show. Guckt euch meine ganzen Kritiken an, die ich noch diese Woche rauswerfe und rausgeworfen habe. Nämlich Manowar, Dracula, Untold, Northman, Viking Saga, Gone Girl und Hüter der Erinnerung. Fünf, die schon veröffentlicht worden sind zu diesem Zeitpunkt. Seht ihr gleich nach mir jetzt. Also, bis dann. Ciao.